und Fähnchen. Das hört sich lecker an, Alter. Da bin ich sofort dabei. Goslar, die malerische Kleinstadt im Harz, bietet Besuchern so einiges. Den schönen Marktplatz, ja. Die Kaiserpfalz und... Scheiße! Genau das hier, Hundehaufen auf unseren Straßen. Quasi wie in jeder Stadt. Aber... Wir haben jetzt gedacht, wir versuchen das Ganze mal kreativ zu lösen. Und zwar mit vorgefertigten oder selbst beschriebenen gelben Fähnchen, die in die Kacke gesteckt werden. Häufchen zu Kärchen. Ja, aber wer steckt denn das Fähnchen in die Scheiße? Da muss es doch bessere Möglichkeiten geben, anstatt dass du so einen Holzpiekser da reinsteckst. Um den Kot besser zu vermarkten, haben die Mitarbeiter im Rathaus das... Das ist das glücklichste Stück Scheiße, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Fähnchenkonzept, der Haufen muss mit, entwickelt. Wie das Herrchen so der Haufen oder Frauchen interessiert es einen Scheiß. Sowas wird auch gerne genommen. Unsere Aktion richtet sich sowohl an Goslarer als auch an Touristen und auch an Hundehalter und Nichthundehalter. Also jeder, der will, kann mitmachen und kann sich eben diese Fähnchen hier bei uns im Bürgerbüro abholen. Die Idee hat sich schnell rumgesprochen. So mit den Fähnchen, ja, ne? Für die Kackhaufen, ne? Dafür ist kein Weg zu weit. Nach Hamburg. Nach Frankfurt. Oh. Ja. Und suchen wir extra jetzt die Scheiße auf. Goslar möchte aus dem Kot eine Tugend machen. Wait, what? Die sind extra nach Goslar gefahren, um jetzt Scheißhaufen zu suchen, damit sie Fähnchen in die Scheiße stecken können? Nein, das machen doch keine Menschen. Das ist ganz heißer Scheiß im Stadtmarketing. Erfolgserlebnisse inklusive. Wir haben gesucht und sind fündig geworden. Und zwar, wenn man hier um die Kirche geht. Junge, wie glücklich er ist. Ey, wir haben Scheiße gefunden. Endlich können wir unser Fähnchen da reinstecken. Ist ein Baum. Und davor ein ordentlicher Haufen. Da gilt... Also. Die Kunde muss ins Dreckige. Zack. Perfekt. Ah. Kot macht eben erfinderisch. Und die Haufen prägen mitunter recht lange das Stadtbild. Ach, der ist aber auch sehr formschön. Der Hund war ein Künstler. Das ist ein Meisterwerk. Na, wollen wir mal gucken, wie lange der Kacke hier liegt, ne? 3 Wochen lag sie da noch. 3 Wochen. Nee. Ob ohne Fahne oder mit, der Kot bleibt zunächst liegen. Wer macht das denn jetzt weg, wenn da ein Fähnchen dran ist? Macht doch keiner, oder? Ich glaube auch nicht, dass diese Aktion jetzt die Haufen verpuffen lässt. Aber es macht halt mal drauf aufmerksam und zeigt so, Leute, bitte, das geht doch so nicht. Nö, Leute, tut lieber was. Jeder kann Fähnchen selber basteln. Dieses DIN A4-Blatt schneidet man aus, schreibt seine Botschaft drauf, knickt es, Späßchen durch. Und dann auf zu Goslars größter Touristenattraktion. Dahinter die Kaiserpfalz. Boah, bin ich wirklich lecker lustig gespannt auf die Kommentare, die hier drunter stehen. Zumindest sieht man den Hundehaufen jetzt liegen und latscht nicht mehr rein. Das stimmt. Es ist eine humorvolle Idee, auf Mischstand hinzuweisen. Ich finde nicht, dass der Beitrag hier hingehört. Ja, es ist jetzt meiner Meinung nach keine Geldverschwendung per se. Junge, das sind ein paar Holzstäbchen mit einer kleinen Nachricht drauf. Ist meiner Meinung nach jetzt nicht zu vergleichen mit, yo, wir bauen für 70 Millionen Euro am Berliner Flughafen ein Terminal, was wir nicht benutzen, und dann bauen wir nochmal eins für 300 Millionen. So, da ist das wirklich sehr harmlos. Wer für mich hier bei diesem Beitrag wirklich sehr heraussticht, ist mein guter Freund. Mit welcher Inbrunst, mit wie viel Einsatzwillen er die Scheiße gesucht hat, um dort sein Stäbchen reinzustecken, das war schon, das hat mir imponiert. Ich da aus in Erfurt. Was ist hier in Erfurt los? Die Andreasstraße in Erfurt. Stimmt, ich war mal in Erfurt. Stimmt, die Mac ist immer in Erfurt. Das ist so eine Messe. Stimmt. An sich war es ganz netter. Eine Straße voll modernster LED-Beleuchtung. Das haben sich die Erfurter verdient. Fand auch das Bundesministerium. Ich muss ganz kurz da mal reingrätschen. Einerseits, was ist das für ein Schilderwall? Was ist das denn hier? Zweitens, ich hasse Straßenbahnen. Ich komme aus Hamburg, Leute. Und Umgebung. Dies, das, Ananas. Bei uns gibt's keine Straßenbahnen. Ich habe das nie gelernt. Die sind tödliche Tötungsmaschinen. Hier in München gibt's auch scheiß Straßenbahnen. Raus aus Deutschland mit denen. Nein, Straßenbahnen sind schon nett, aber ich bin's halt nicht gewohnt. Ich finde das nicht so geil. Die machen mir schwitzige Hände, so eine Straßenbahn. Als Autofahrer.
Ministerium für Bildung und Forschung und ließ ordentlich was sprengen. 1 Million Euro für ein topmodernes und höchst zuverlässiges Beleuchtungskonzept. Sehr gut. Teil der Lampen ist dann auch schon in der Projektphase dann ausgefallen, hat angefangen zu flackern. Es gab so stroboskopartige Blitze, sodass dann insgesamt die eigentliche Nutzungsvorstellung nicht erfüllt werden konnte. Was ich mich immer frage, also ich habe ja auch bei mir zu Hause LED-Lampen. Ey, und die funktionieren richtig geil. Also ich muss sagen, diese LED-Technik, in so, auch so Glühbirnen und so weiter, ist ja wohl mal der absolut heiße, geile Scheiß. Warum gibt's denn da immer so Probleme? Na gut, es fallen regelmäßig Lampen aus oder flackern, aber wichtig ist doch vor allem, dass sich die Menschen sicher fühlen, zum Beispiel abends auf dem Gehweg. Zu dunkel, Fußwege sind nicht beleuchtet. Ich laufe nicht unbedingt hier lang, nein, ich gehe durch die anderen Gassen. Wegen der Beleuchtung? Ja. Also eine Straßenbeleuchtung sollte die Funktion haben. Was ist denn da los, dass die nachts da nicht längs gehen, weil das nicht beleuchtet ist? Oder so ein bisschen schummerig? Ist das Brennpunkt Erfurt? Das ist eine, dass man, wenn man lang geht, dass es auch beleuchtet ist. Das ist ja eigentlich hier nicht so gegeben. Na na, für 1 Million darf man nicht zu viel erwarten. Und es gibt ja auch Stellen, die sind richtig super beleuchtet. Naja, in meinem Esszimmer zum Beispiel, wo die eine Gehweglampe ja mit reinleuchtet. Und noch mehr leuchtet richtig eindrucksvoll. Als Hausmeister der Kirche zeigt uns der Leuchtmittelexperte Willert das Highlight der innovativen LED-Beleuchtung. Hier an der historischen Andreaskirche wird da oben. Schön LEDs für Jesus. Das ist das, was Deutschland braucht. Fenster beleuchtet. Ach so. Mhm. Aber nur zu ganz bestimmten Zeiten. Ja, eine Schaltuhr, da geht immer nachts 3:30 das Licht an. Da kann man dann mal gucken. Wann geht das Licht an? Nachts 3:30. Dafür bleibt doch jeder LED-Fan gerne wach. Ich hab's noch nie gesehen, nicht alles da. Ich stehe nicht nachts 3:30 da auf. Tja, so. Wer macht denn sowas? Ja, ey, wir haben da noch so einen LED-Strahler. Das eine Ding da in der Kirche. Ja, wann soll denn das angehen? Ja, so um 3:30. Ist nun mal intelligente LED-Beleuchtung. Also intelligent finde ich das eigentlich eher gesagt nicht. Ich mag sie nicht. Mies. Das ist doch glatt ausgedrückt, mies. Na gut, ihr Erfurter Armleuchter. Damit Schluss ist mit panischen Nächten in der Andreasstraße, werden die Lampen jetzt halt komplett ausgetauscht. Zahlen dürft ihr Bürger das aber schön selbst. 40.000 Euro. Ein rundum gelungenes Projekt mit Strahlkraft. Wow. Aber warum, die LED-Sachen haben ja 1 Million gekostet und jetzt werden sie ausgetauscht für nur 40.000? Wir hatten da ein bisschen was in die eigene Tasche reinfließen lassen. Für 1 Million Euro heißt es in Erfurt, Licht aus, Sport an. Das macht ja gar keinen, also die kaputten Dinger wurden nochmal, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. Das ist auch tatsächlich ein sehr guter Punkt. Hätte man den Beitrag nicht auch mal nachts drehen können? Also nicht, dass ich mich hier beschweren möchte, aber man hat ja wirklich nichts gesehen. Keine Beleuchtung für 1 Million Euro. Also hätte ich dort für ein Zehntel dieses Beitrags keine Lampen aufgestellt. Also das ist schon wirklich ein ganz großer Skandal.